Hallo, ich grüße dich. Ich habe heute ein kleines Video gemacht hier aus dem Qigong-Studio und es hieß, der Frühling ist da und mehr denn je brauchen wir, finde ich, im Moment Qigong, um in der inneren Ruhe zu bleiben oder wieder anzukommen, unser Immunsystem zu stärken, dass wir alle gesund durch diese Gesundheitskrise hindurchgehen. Was kannst du für dich machen? Zum einen empfehle ich dir sehr, sehr gerne die Schüttelübung zum Entgiften. Du stehst ganz, ganz fest auf dem Boden, lockerst deine Knie, deine Hüfte, deine Fußgelenke, wenn du das übst, sehr, sehr gerne einfach die Augen schließen und alles locker schwingen lassen. Diese Übung machst du bitte nicht, wenn du schwanger bist oder auch eine starke Regelblutung hast. Und diese Übung hilft dir zu entgiften. Also selbst kleine Kopfschmerzen sind wunderbar, wenn du das übst. Du wirst merken, dass einfach innere Blockaden sich lösen und einfach schwingen, einfach entspannen und hab das Gefühl, dass alles, was nicht zu dir gehört, an Blockaden, an Giftstoffen, aus dir herauspurzelt. Aus der chinesischen und westlichen Medizin wissen wir, dass die Schüttelübung gut ist für die Vernetzung von unseren Zellen und neue Zellausschüttungen bewirkt. Deswegen gibt es in den Fitnessstudios immer diese ganzen Vibrationsboards. Ja, die Chinesen kannten das schon ganz, ganz lange. Brauchen also keine teuren Boards kaufen, sondern einfach entspannt machen. Es wird deine Haut verjüngen, wenn du das mehrmals am Tag übst, also gerne so eine Minute, drei Minuten immer mal wieder und ja, begeistere dich für die Wirkung. Wichtig ist, dass deine Füße fest verankert auf dem Boden bleiben, dass du in kein Hohlkreuz verfällst, wo ich auch ganz dringend davon abraten muss, was immer wieder in den Videos zu sehen ist, dass man dann so ein seitliches Schütteln oder sonst irgendwas macht. Bitte bleib in der zentralen Mitte. Es kann sich hier schnell passieren, dass der Wirbel verkantet. Das tut sehr, sehr weh. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern es soll ja gesund und entspannend und in der inneren Ruhe sein. Dann kommst du irgendwann einfach an, kommst in die Ruhe und spürst, dein ganzer Körper kribbelt, weil das Qi sich neu ordnet, neue Räume in dir geschaffen wurden. Und dann kannst du einfach noch ein bisschen nachspüren, in der inneren Ruhe bleiben und zu einer weiteren Qigong-Figur übergehen oder deinem Alltag folgen. Also, ein kleiner Gesundheitsgruß von mir wird es demnächst häufiger geben, um dich zu animieren, weiter zu üben. Bleib bitte gesund.